Hallo und willkommen zu Lone Star. Das letzte Mal wollten wir hier ein Foto von futternden Dinosauriern machen, aber es ist noch keiner gekommen. Jetzt sieht es so aus, als könnte der vielleicht mal was zu essen kommen. Das Problem ist, wenn ich aus dem Fahrzeug jetzt rausgehe, um zu schauen, haben die denn vielleicht auch Hunger? Welcher von denen hat Hunger? Also der hat am meisten Hunger, wenn überhaupt. Wenn ich hier so rausgehe, dann langweilt sich der irgendwann mal und fährt dann einfach weg. Oh, irgendein neuer Auftrag. This is a side hustle that we should get behind. So, dass ich die Dinosaurier-Bewertung auf 1 bekommen. Es kann sein, dass ich den nicht annehmen kann. Ah, klappt. Weil manchmal hat man schon genügend Aufträge. Dann kann man den nicht nehmen. Tja, ich glaube, das wird erstmal nichts mit dem Foto. Dann sorgen wir doch erstmal dafür, dass unsere Gäste was trinken können. Fast Food. Klingt immer gut. Natürlich genügend reinkommen. Ah, kann ich den nicht bauen. Nehmen wir vielleicht einen kleineren Pfad. So, bauen also. Ah, die sind jetzt gerade beim Essen. Aber ich glaube, ich habe sie gerade gestört. Ja, da steht jetzt hier statt Essen Panicking dran. Panicking ist natürlich nicht so gut. Das bleibt mir erstmal stehen. Bis sie sich wieder beruhigt haben. Weil sie merken, ja, ich tue euch doch gar nichts. Ne? Dann kommen sie vielleicht wieder her. Ja, das sieht gut aus. Und... jawohl. Ist von der Fütterstation. Foto ist nicht so doll, aber der Auftrag ist erledigt. I wasn't entirely sure about this one, but you proved me wrong. Edmontosaurus. Lambert here. I've got a new assignment that I think is perfect for your skill set. Give it a once over, then let me know if you're interested. Wenn ich die Mission annehmen, muss ich eine andere abbrechen. Machen wir also jetzt nicht. Wir müssen erstmal unsere Triceratops kümmern. Schauen wir also nach unseren Genen. In den Fossilien, ja. Die zwei noch, und dann lassen wir es mal gut sein. Schicken wir die gleich wieder los. Bei der Fütterstation sieht man, wie viel sie noch an Futter drin haben. Like us, different dinosaurs require different diets. Make sure to place the correct type of feeder in an enclosure.
I'm a red meat man myself. Ja, also muss schauen, dass es einfach die sind, die essen zum Beispiel die unten am Boden. Es gibt einen, welche die sind größer, die brauchen das dann eine höhere Pflanzen. Und wenn es nichts zu futtern gibt oder kein Wasser da ist, ja, dann sterben sie leider. Nutzen wir vielleicht mal die Zwischenzeit, einen neuen Generator zu bauen. Ich bekomme den leider hier nirgends rein. Vielleicht hier. Auch nicht. Also der Generator selber, der muss nicht in so einem Kreis sein, weil der die Energie nur zur Verfügung stellt und nicht verbraucht. Also bauen wir es mal hier hin. Erstmal müssen wir die Stromleitung ziehen. Mit dem restlichen Netz verbinden, das ist dran. Und dann noch einen Pfad bauen, da reicht natürlich der billige. Nehmen wir vielleicht mal. So. Sieht doch ganz gut aus. Machen wir bald demnächst genügend Strom für weitere Expansionen. Ja, so ganz gefällt mir das jetzt hier nicht. Man kann da auch die bisschen Terraforming machen. Wenn da mal ein großer Sturm kommt, ich weiß nicht, ob der vielleicht die Bäume hier drauf wirft. Deswegen mache ich einfach hier um meinen Grenzzaun die Bäume weg. Verliere ich auch die Dinosaurier nicht aus dem Blick, die irgendwo beim Zaun sind. So, den noch weg. Die armen Papageien, die hier aufgescheucht werden, die für immer ihren Lebensraum verloren haben. Tut mir wirklich leid. So. Schon besser. Neue Fossilien kommen. Schicken wir den mal wieder los. Jetzt wird es aber trotzdem mal Zeit für unseren Triceratops. ...80%. Man kann ja jetzt auch die Gene modifizieren. Kosmetisch, Angriff, Verteidigung. Und hier ist noch was unbekannt. Es gibt ein Standardgen, was gesetzt ist, und dann kann man noch eine Veränderung vornehmen. Und man sieht hier, was sie für Veränderungen haben. Hier geht die Attacke nach oben. Allerdings wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass aus dem Dinosaurier was wird. Ich kann das Gen anwenden. Die Verteidigung wieder besser, das Rating wird besser. Nehmen wir auch mal. Dinosaurier schlüpfen zu lassen ist eh schon was Komisches, also kann man da auch ein bisschen mit ein bisschen Genmanipulation auch nicht mehr so viel falsch machen, solange man jetzt keine Flügel gibt, mit denen man wegfliegen kann. Ja, jetzt schauen wir mal, ob aus denen was wird. 80% Chance haben wir ungefähr. Dinosaur-Rating sind bei 0,1. Juhu!
Schauen wir mal. Dauert noch ein klein bisschen. Sind auch gerade unterwegs. Bauen wir doch vielleicht mal was für unsere Besucher in der Zwischenzeit. Ein Hotel kann ich mir gerade nicht leisten. Fast Food haben sie schon bekommen. Der Rest ist gerade gesperrt. So viel Auswahl gibt es da anscheinend nicht und man kann es auch nicht irgendwie das Design ändern oder sowas. Das finde ich ein bisschen schade. Ah, den Gift Shop will ich noch warten. Das sind 130.000, die brauche ich nicht gerade ungefähr. Ah, warten wir vielleicht doch noch ein bisschen. Das wird wieder für Ned Montrosaurus. Wenn sie verbessern, 60 ist doch relativ wenig. So, Triceratops. Sind sie gleich beide fertig? Sehr schön. Lass mal raus. Brauchen wir schon beide Tore? Animationen sehen wirklich ganz nett aus und die Modelle gefallen mir auch sehr gut von den Dinosauriern. Also das ist wirklich was, was das Spiel sehr gut macht. That's your next assignment. Making sure our specimens are properly cared for. In other words, dinosaur welfare. Wer fühlt sich nur in kleinen Gruppen wohl, ein bis sechs Dinosaurier, und mag auch nicht so viel drum. Don't expect much in the way of thank yous. 12 Tonnen ist auch schon ganz schön stattlich. Er soll nicht allein sein, deswegen lassen wir seinen Kumpel doch auch gleich raus. I've been monitoring what you've been up to with great interest, and I'm a little disappointed that Dr. Dua came to you for this assignment instead of bringing me into the loop as she should have done. I'll discuss this with her later. Ja, der böse Dr. Henry Wu aus dem Film. Mal gucken, was der hier noch machen wird. Ach, das hier. Darauf jetzt sieht ganz gut aus. Läuft. Hm? Aber es hat sich jetzt eine Krankheit ausgebrochen. Und ich würde sagen, es ist eine ganz gute Stelle, um an dieser mal eine kurze Pause einzulegen. Heute mal ein bisschen kurze Folge. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Oh my gosh, you got a sick dinosaur on your hands. It's time to treat it. Or what comes next, that's going to be on your hands as well.